Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Channel-Vorstellungen. Ja, Leute, ja, genau, wir sind mal wieder hier auf einen neuen Channel angelangt und ich habe mal wieder PNs bekommen. Und aber auch PNs wie zum Beispiel, können Sie mir ein Background machen? Wie gesagt, alle, die gerne ein Background haben wollen, die verleite ich weiter an Slap Gaming TV, denn er macht super geile. Ja, Backgrounds. Und bin ich böse sein, wenn er wirklich nicht schlecht machen kann, er wird euch weiteres erklären, weil er hat auch bestimmt viel zu tun. Mit den ganzen Backgrounds und so weiter und so fort. Ja, und na gut, kommen wir jetzt mal zum Wesentlichen. Aua, ich gerade wehgetanzt. Ja, und zwar sind wir jetzt auf einem neuen Channel namen vom Games Video Tutorials. Ja, also. Du hast mir auch geschrieben, ob ich eine Channel-Vorstellung machen kann, und ich habe mir mal so, naja, ein, nee, zwei, drei, nee, ich glaube zwei Videos angeguckt. Ja, und zum Beispiel das neueste hier von Let's Play Portal First Slice Full HD Part 1, wo sind wir? Fragezeichen. Ja, das habe ich mir angeguckt und ich finde, das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, und ja, auch schön, dass es HD ist. Ja, aber kommen wir jetzt erstmal zum Wesentlichen. Also es ist wie ein Let's Player-Kanal. Das finde ich sehr, sehr schön, dass Let's Plays jetzt wirklich wieder. Aber wirklich, es gibt fast nur noch Let's Plays auf YouTube. Das ist ehrlich, das ist wirklich Wahnsinn. Aber ja. Dann haben wir hier erstmal. Oh, wir kommen erstmal zum Background. Ja, der Background. Also, er sieht hier. Naja, wie soll ich sagen? Warte mal. Also wir haben jetzt hier erst einmal Games, Video, Tutorials und Let's Play und Tutorials. Ja, also wie gesagt, er macht Games, Videos und Tutorials auf einmal. Ja, und er kann auch länger als 15 Minuten aufnehmen, welches dieses Video zeigt. Aber nochmal was zum Background, und zwar hier dieses schwarze und grüne sieht anhand eigentlich nicht schlecht aus. Aber ich muss was dazu sagen, und zwar das grüne und schwarze, da würde ich eher andere Figuren reinmachen. Aber hier zum Beispiel von Creeper, von Minecraft. Ich glaube, hier ist das, warte mal, war das Black Ops? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich mit Shooter nicht aus. Hier ist auch von Dead Island, ich weiß es nicht. Und das ist von Portal, das weiß ich. Oder Portal 2, ich weiß gar nicht. Ja, Portal 2, glaube ich. Ja, und ja, Leute, so, wie gesagt, also Let's Plays und mehr. Und ja, also an sich ist das kein schlechter Channel, ehrlich, muss man es mal wirklich loben. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist, dass hier, warte mal, nee, das ist, nee, gut, okay, dass hier wirklich. Jetzt, dass das hier wirklich Full HD verwendet wurde und das auch schön Breitbild ist. Ja, also ich benutze kein HD, da es bei meinem Spiel einfach nichts bringt. Das ist zwar ein HD steht und da nimmt erstmal noch viel mehr Speicherplatz weg und ist eigentlich nichts weiter als nur aufgezoomt. Aber wie zum Beispiel Portal 2, da lohnt es sich. Da lohnt es sich wirklich HD einzusetzen. Ja, und das hat er auch gemacht. Und ich habe mir dieses Video wirklich mal angeschaut. Und finde es überhaupt mal gar nicht schlecht. Ja, so. Ansonsten haben wir hier noch ja, eine sehr schöne Playlist. Wie zum Beispiel einmal von Let's Play Together Left oder 2. Let's Play Portal 2 Koop kommt. Wie immer. Let's Play Portal 2, Let's Show Micro Worlds, Gewinnspielverlosung, Tutorials und Gameplays. Was haben wir noch? Vorstellungsvideo und Let's Play Portal First Slice. Let's Show an Amnesia, kleines Gewinnspiel 2, welchen was heißt so? Ja, Let's Play Left 4 Dead 2 Kampagne, Werbung. Werbung Ende! Nein. Let's Play Alien Swarm. Let's Show Crisis 2 Multiplayer. Let's Play Crisis 2. Und so weiter und so fort. Also, es sind hier mehr Shooter, Action, was weiß ich nicht für Games. Und ja. Und auch nochmal von mir ein recht herzliches Dankeschön, recht herzlichen Glückwunsch.
106 Abonnenten und ja, seine Kanalregeln, die lese ich jetzt auch mal vor, denn das ist auch wieder wichtig. Also, Kanalregeln wären zum Beispiel kein Sub for Sub. Also, das gibt wirklich Leute, die machen Sub for Sub. Ich mache kein Sub for Sub, weil wenn ich mal mache, das war mal früher, glaube ich, habe ich es mal gemacht. Oder sonst nur unter Freunden mache ich mal Sub for Sub. Das ist dann wirklich bekannten Freunden, die ich wirklich kenne und alles. Dann mache ich wirklich mal, die ich wirklich persönlich kenne, dann mache ich wirklich mal Sub for Sub. Ja, kein Spammen, keine Beleidigung, konstruktive Kritik ist erwünscht. Ja. Genau, er hat mich gefragt, deswegen habe ich es gemacht. FHQ, hast du Skype? Antwort ja, wenn ihr mich wollt. Okay. 2500. Mit was nimmst du auf? Antwort mit Fraps und Camtasia fürs Verarbeiten. Kommen nur LP und Tutorials? Antwort natürlich nicht. Ich mache auch Let's Play Shows. Ja, diese Fragen haben mich ein paar Leute gefragt und mehrere. Schickt mir eine PN, eine Frage und ich beantworte es. Ja, Leute, also wenn ihr eine Frage an ihn habt, wie er zum Beispiel seinen Kanal-Background gemacht hat oder wie er seine Videos aufnimmt, also das habt ihr gerade gehört, aber irgendwelche anderen Fragen, bist du schwul? Nein, war Spaß, sowas natürlich nicht. Ich will mich jetzt nämlich nicht auf falsche Kommentare oder sowas anstoßen, sondern einfach, wollte ich einfach bloß sagen, und zwar, dann könnt ihr ihn anschreiben, das könnt ihr auch immer noch mal hier lesen, einfach eine PN, einfach auf Nachricht senden gehen und dann eingeben Betreff und eure Frage und dann natürlich abschicken und er wird sie bestimmt beantworten. Ob er sie beantworten wird, weiß ich nicht, aber ich denke mir natürlich mal schon. Sein Name ist GVT, okay, den Namen habe ich schon noch nicht gehört, aber gut. 14 Jahre alt und ja. Subscribe. Also er hat bis jetzt, also Quatsch. Er hat auch sehr viele Channel hier, die, ja, die besten Player in ganz YouTube. Leider bin ich nicht dabei. Schade. Wäre schön, wenn du mich reinnimmst. Nein, muss ich natürlich nicht. Das war nur Spaß. Aber ich würde mich natürlich immer freuen, wenn ich irgendwo in eurer Kanalbox erscheinen würde. Aber wie gesagt, es muss nicht. Er hat auch Mr. Minecraft David, den ich euch auch schon gezeigt habe. Und ja. So, ansonsten haben wir hier, ich spiele, du guckst, Let's Play Made in Australia und so weiter und so fort. Ja, und ja, seine bisherigen Projekte steht auch da. Also, ich glaube, Crysis 2, Left 4 Dead 2, nee, warte mal, geplante Projekte sind Portal 2, Coop Kampagne, Let's Show Amnesia, das sind die abgeschlossen, also abgeschlossen hat er. Let's Show Amnesia The Dark Descent, Portal First Slice und Let's Show Micro Vault. Vault, nee, Vault. Oh. Kannst du mich gerne berichtigen, wenn ich jetzt irgendwas falsch gesagt haben sollte? Kein Problem. Portal 2, Left 4 Dead, Dead 2 Together. Laufende Projekte sind das jetzt, die zwei, Portal 2 und Left 4 Dead 2 Together. Und natürlich Together, Terrier und Portal 2 Romeo. Okay. Wie gesagt, also, wer auf Shooter, wer auf Portal, wer auf Left 4 Dead und mal, was war noch, Crisis und so weiter und so fort, alles steht. Terrier, der ist hier auf diesem Channel, wow, richtig, nee, wow, Baum richtig, nein. Ist ja genau richtig. Und ja, kann ihr doch gerne ein Abo hinterlassen. Ja, das war's eigentlich wieder. Doch, Tobi will mich noch was anknüpfen. Und zwar auch eine ganz kleine Kritik oder ein ganz kleines Merkmal, was ich dir noch auf den Weg geben will in deiner YouTube-Karriere. Und zwar ist das hier. Also das Abwesen bis 26.09.2011. Das, wisst ihr, das muss man auch zeigen. Also man muss auch, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier, sieht man nämlich nicht, das ist jetzt hier so schlecht gemacht, deswegen man muss immer erstmal markieren, um das zu lesen zu können. Also wenn du hier mal noch irgendwie die Farbe ändern würdest, sehe das perfekt aus. Ansonsten finde ich den Kanal perfekt. Background, ja gut, kann man sich streiten. Ich finde ihn jetzt nicht die Bombe und aber auch nicht der schlechteste, sondern der mittelnormaler. Also es gibt auch bessere natürlich und aber auch schlechtere.
Ja, und genau, das war's eigentlich dann wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Vorstellung. Bis dann, Leute. Ciao.